Servus ihr Lieben, Patrick hier wieder und in diesem Video geht es darum, wie du deine Eifersucht bekämpfst und ich möchte dir drei Tipps mit an die Hand geben, die du direkt umsetzen kannst. Los geht's! Vorab will ich sagen, der eine oder andere wird den Satz kennen, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leiden schafft. Und da ist eine Menge dran und ich möchte in den folgenden Punkten unter anderem auch darauf zu sprechen kommen. Punkt Nummer 1. In der Regel denken wir immer alle, ja, ich liebe meine Freundin oder ich liebe meinen Partner und natürlich bin ich deshalb eifersüchtig. Das heißt, wir denken, Liebe hat etwas zu tun mit Eifersucht. Und der Gedanke macht auch total Sinn. Denn jeder von uns wird wahrscheinlich unterschreiben können, dass Eifersucht in der Regel dann auftritt, wenn man liebt. Der Punkt jedoch ist, nur weil Eifersucht oft zeitgleich auftritt mit der Liebe, heißt das nicht zwangsläufig, dass Eifersucht mit der Liebe zusammenhängt. Diese Verbindung ist illusionär. Zwischen Eifersucht und Liebe gibt es keine Verbindung. Eifersucht ist ein reines Selbstwertthema. Das heißt, wir sind immer dann eifersüchtig, wenn wir glauben, dass irgendwer anders in den Augen unseres Partners mehr Wert hat als wir selbst. Das setzt jedoch voraus, dass wir uns selbst nicht nur in Frage stellen, wen anders nicht nur auf ein Podest heben, sondern in erster Linie uns überhaupt erstmal mit anderen vergleichen. Wieso tun wir das? Unser Partner ist mit uns zusammen, weil wir so sind, wie wir sind, mit allen Ecken und Kanten. Es macht keinen Sinn, sich zu vergleichen. Punkt Nummer 2. Eifersucht kann man nicht wirklich bekämpfen. Wir reden immer davon, Eifersucht zu bekämpfen, aber jedes Mal, wenn wir etwas bekämpfen, dann bekommen wir neue Negativität. Solange wie wir gegen etwas ankämpfen im Außen, wir merken, ich bin eifersüchtig und sagen zum Beispiel, ja, das ist doch klar, dass ich eifersüchtig bin, wenn du dich mit XY triffst. Oder ja, es ist doch klar, dass ich eifersüchtig bin, wenn du XYZ machst. In dem Moment, ich habe es in einem Video über die zwei Welten gesagt, suchen wir die Schuld im Außen. Das heißt, wir denken, ja klar, meine Partnerin oder die Handlungen meiner Partnerin sind schuld daran, dass ich eifersüchtig bin. Aber das ist nicht der Punkt. Denn selbst wenn diese Sachen, wenn sie sofort diese Sachen ändern würde, wird das nichts an unserer Eifersucht ändern. Stellt euch vor, deine Partnerin trifft sich mit irgendeinem Typen. Und ne, ich hoffe nicht, dass irgendwer darüber nachdenken sollte, aber ihr seid so wütend, dass er denkt, ah, ich bringe den Typen um. Selbst wenn ihr das tun würdet, dann wäre das Problem nicht damit gelöst. Ne? Man sucht etwas im Außen, versucht im Außen etwas zu verändern, aber das ändert nichts an deiner Eifersucht. Du bist genauso eifersüchtig wie vorher. Und wenn nicht in diesem Moment, dann im nächsten Moment. Wenn nicht bei dieser Partnerin, dann bei der nächsten Partnerin. Und wenn nicht bei Johannes, mit dem sie sich trifft, dann vielleicht, wenn sie sich mit Peter trifft. Aber deine Eifersucht bleibt, die kannst du niemals im Außen verändern. Das heißt, bekämpfe sie nicht, sondern erkenne sie. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Denn in dem Moment, wo du ein Bewusstsein dafür schaffst, dass der Grund der Eifersucht nicht die Liebe ist und du kannst ja nichts dafür, denn es ist die Liebe, und nicht deine Partnerin ist oder dein Partner, weil du kannst ja nichts dafür, mein Partner ist schuld, sondern dass die Ursache dessen bei dir selbst liegt, die Ursache, aber auch die Lösung. In dem Moment bekommst du die Macht dazu, etwas zu verändern. Das erste ist, erkenne das. Erkenne, dass du die Ursache bist und du an deiner eigenen Stellschraube in deiner inneren Welt auch lediglich daran arbeiten kannst und diese Sache lösen kannst. Wenn du das erkennst, dann übernimmst du Verantwortung. Und wenn du Verantwortung übernimmst, dann ist der erste Schritt getan. Nicht emotional. Du wirst natürlich trotzdem noch im ersten Moment spüren, oh, da passiert was. Aber auf der Verhaltensebene wird sich sofort etwas verändern. Denn in dem Moment, wo du erkennst, oh, ich habe die totale Verantwortung für das, was ich fühle, wird das überhaupt nicht mehr schlüssig sein und keinen Sinn mehr machen, wenn du jetzt deiner Partnerin oder deinem Partner die Schuld dafür gibst. Oder der Liebe. Denn du bist es allein. Und du bist auch die einzige Stellschraube, wo du diese Sache beheben kannst. Das heißt, auf der Verhaltensebene wird sich sofort einiges ändern. Denn du wirst nicht mehr sagen, du bist schuld oder ist doch klar, wenn du das, das und jenes machst und so weiter. Sondern
Du wirst den Blick nach innen richten. Das ist ein Megapunkt, denn in dem Moment, wo du das tust, erschaffst du sowas wie It creates space. So, du schaffst einen Raum. Und diesen Raum, den du schaffst, den kannst du nutzen. Denn in dem Moment, wo vorher irgendwas passiert ist im Außen, deine Partnerin hat sich mit wem getroffen, mit wem telefoniert, irgendwen angelächelt oder XYZ und du hast reagiert, da warst du reaktiv. Das heißt, du hast auf die Sachen, die im Außen passieren, reaktiv gehandelt. Du warst wie eine Marionette. Ferngesteuert quasi. Die Eifersucht hat dich dominiert. Du konntest nichts tun, denn die Eifersucht war dein Herr. Im Optimalfall sollte die Eifersucht jedoch dein Diener sein. Das heißt, was jetzt passiert ist, irgendwas passiert im Außen, irgendwas triggert dich, ne? Ein Telefonat oder ein Blick oder irgendwas, was deine Partnerin tut oder irgendetwas triggert dich. Und anstatt jetzt reaktiv zu sein und die Schuld im Außen zu suchen und Wut abzulassen oder irgendwas, erkennst du, oh warte mal, da ist gerade was. Und in dem Moment richtest du den Blick nach innen. Frag dich, wo die wahre Ursache liegt und dann setz genau da an. Denn in dem Moment, wo du die Ursache behebst, ist das, was du im Außen erntest, natürlich komplett anders. Das heißt, was du machst, ist, du projizierst die Schuld nicht nach außen, sondern du siehst die Ursache bei dir, bist nicht reaktiv, erkennst sie, dadurch entsteht eine Lücke, bearbeitest sie daraufhin. Du beobachtest sie und bearbeitest sie und letztlich wirst du sie so auflösen können. Selbst wenn du sie niemals gänzlich auslösen kannst, wird es kein Problem mehr sein. Denn die Eifersucht fällt zumindest deinem Partner, deiner Partnerschaft im Allgemeinen nicht mehr zu Last. Denn auf der Verhaltensebene hast du dieses Problem gelöst. Das heißt, innerhalb einer Beziehung, worunter die Partnerschaft leidet, ist meist nicht die Eifersucht selbst, sondern ist die reaktive Haltung bezüglich der Eifersucht. Das heißt, es ist kein Problem, wenn du sowas spürst in dem Moment, wenn du merkst, oh, da ist gerade was oder oh, ich merke da gerade was, sondern wenn du die Schuld dafür im Außen suchst, wenn du deinen Partner dafür anmachst, wenn XYZ, du denkst, das ist schuld, die Liebe ist schuld oder irgendwas anderes ist schuld, dann ist das eigentliche Problem, denn damit attackierst du deinen Partner oder versuchst die Eifersucht halt im Außen zu bekämpfen. Das ist nie besonders nachhaltig. In dem Moment, wo du den Blick nach innen richtest, kannst du das bei dir selbst entdecken. Und in dem Moment, wo du erkennst, dass du es selbst bist, Verantwortung übernimmst, erschaffst du diese Lücke, die dafür verantwortlich ist, dass du in dich blickst, die Schuld nicht mehr im Außen suchst und die Beziehung somit nicht mehr unter deiner Eifersucht leiden wird. Denn die Verhaltensebene fällt komplett weg in dem Moment, wo du Verantwortung übernimmst für dich und für deine Eifersucht. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal und mach dir noch einen schönen Tag. Bis dahin, adios.